In diesem Video werde ich euch wieder von einem Film berichten, den ich das erste Mal sehen werde. Allerdings ist der Haken daran, dass nicht ich den Film bestimmen werde, sondern das Glücksrad. Und wir starten jetzt direkt auch mal rein und sehen, mit welchem Streaming-Anbieter wir hier zusammenarbeiten werden. Und es ist Amazon Prime. Wow. Und als nächstes schauen wir uns dann an, mit welchem Streaming-Anbieter wir es hier zu tun haben werden. So, dann bin ich mal gespannt. Ich hätte ja richtig Bock auf eine super gute Comedy. Und es wird ein Familienfilm. Okay. Naja gut, schauen wir mal. Wir brauchen jetzt noch die Letterboxd-Wertung. So, jetzt hoffe ich auf eine gute Wertung, denn auf einen schlechten Familienfilm habe ich keinen Bock. Es wird tatsächlich die 5. Oh Gott, ich kann mir einen der besten aussuchen, die auf Wow läuft. Sehr gut. Also habe ich mir auf Letterboxd wieder die besten 5 Filme rausgesucht, weil ansonsten wäre die Wertung der nächsten 5 zu schlecht geworden. Und das ist dabei rausgekommen. In der Auswahl haben wir Der Hofnarr, Der gestiefelte Kater, Die Brücke nach Terabithia, Jason und die Argonauten und die Addams Family. Und der Film, den ich schauen werde, ist die Addams Family. Und zwar der Film mit Christina Ricci. Also sehen wir uns in circa 90 Minuten wieder. So, da bin ich wieder und ich habe zunächst mal gar nicht gewusst, wie viele bekannte Schauspieler hier eigentlich mitspielen. Natürlich kennen wir alle noch Christina Ricci als Wednesday Addams, aber auch Christopher Lloyd hat hier mitgespielt, den wir aus Zurück in die Zukunft kennen. Joanne Cusack, die Schwester von John Cusack, ist mit dabei. Unter anderem hat sie bei School of Rock mitgespielt. Peter McNichol war auch dabei, den wir unter anderem aus Ghostbusters kennen, ebenso wie Christine Baranski, die wir aus The Big Bang Theory kennen. Und in kleineren Nebenrollen Nathan Lane und Tony Shalhoub. Aber um was geht es jetzt eigentlich in The Addams Family in verrückter Tradition? Im Hause Addams ist mal wieder der Teufel los. Gomez und Morticia werden zum dritten Mal Eltern. Die beiden Geschwister versuchen permanent, den jüngsten Spross der Familie um die Ecke zu bringen und Onkel Fester hat die große Liebe gefunden. Und zwar zu Debbie, dem neuen Hausmädchen, die sich jedoch nach der überstürzten Hochzeit als geldgierige Gattenmörderin entpuppt. Der arme Fester und seine Familie kommen jetzt ganz schön ins Schwitzen. Aber die Addams wären nicht die Addams, wenn sie sich so einfach geschlagen geben. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film. Nein, doch! Es ist definitiv ein Film für Kinder. Ich würde mal behaupten, so 10, 12 Jahre. Am besten noch nicht früher, da es hier doch schon kleinere Momente gibt, die ziemlich in eine gewisse gewalttätige Ecke gehen. Und teilweise auch Sexuelles andeuten. Isn't he a lady killer? Acquitted. Es ist aber meiner Meinung nach eine gute Einführung für Kinder in schwarzen Humor und vielleicht vorzubereiten als die ersten Anfänge in eine gewisse Horrorschiene und vielleicht auch den einen oder anderen sarkastischen Witz zu verstehen. Der Film sieht wunderschön aus. Er ist für 1993 wirklich super toll gedreht. Wir haben grandiose Darsteller. Jeder einzelne passt hier perfekt in seine Rolle rein. Keiner ist falsch besetzt. Die Story ist okay, nicht komplett durchdacht. Muss die Story allerdings natürlich nicht in einem Film, der für Kinder gedacht ist. Außerdem hat mich der Humor hier teilweise auch wirklich zum Lachen gebracht. Die Story war langweilig für mich, aber der Humor war wirklich richtig gut. Und wie gesagt, ist auch für Kinder dann wirklich gut geeignet, um so langsam in eine gewisse sarkastische Richtung geführt zu werden.
damit ich dem Film nicht zu ungerecht werde, da ich hier nicht die üblichen Kriterien anwenden kann, gebe ich diesem Film 3,5 Sterne von 5 und finde, das ist absolut ausreichend, wenn ihr Kinder habt, mit denen ihr zusammen einen Film sehen wollt, die alt genug sind, für mal was Neues kennenzulernen. Seht ihn euch an, läuft im Moment bei Wow.